Auch mit Ärschen kann man eine Wahl gewinnen, gnädige Frau. Das bestätigt sich immer wieder. Na gut, dann hau ab! Such dir irgendeinen Softie, der dich wochenlang streichelt, bis du wundgescheuert bist. Aber du wirst nichts mitnehmen. Überhaupt nichts. Du wirst so von hier verschwinden, wie ich dich kennengelernt habe. Mit nichts. Klar? Warum sagen Sie nicht einfach, dass Sie feige sind? Gut. Ich bin feige. Und verklemmt. Ja, verdammt nochmal. Das ärgert mich ja selber. Eigentlich bin ich mir sicher, dass Sie mich ziemlich mögen. Hast du auch Präservative in deiner Hütte? Und kein Sadomaso. Nicht anal und nicht oral. Das musst du mir versprechen, damit das klar ist. Sonst gibt's da nur Enttäuschungen. So, liebe Parteifreunde, heute gibt es keine Trüffel und auch nicht meine berühmte, gefüllte Kalbsbrust. Heute gibt es Spezialitäten aus der Hühnerfolterkammer meiner Schwiegereltern. Hühnerhack, Hühnerleber und Hühnerbrust. Hör mal zu, Baby. Wenn dich keiner fickt, dann musst du den nicht ausgerechnet hier Ersatz befriedigen. Dann such dir einen Stecher, du Kuh. Alle tanzen hier auf der Nase herum, bis ihr der Kragen platzt. Henriette dreht den Spieß einfach um. Eine schlagkräftige Komödie mit Helmut Grimm, Michael Scheidel und Elfi Eschke. Und es ist mir eine große Ehre, wenn Sie gerne einen geohrfeigten Politiker wählen wollen, dann bitte, hier ist einer. Und immer schön gießen das Pflänzchen, Herr stellvertretender Vorsitzender, sonst verkümmert es. Es ist bereits 5 vor 12. Henriette beschließt, ich verlasse jetzt meinen Mann.